So, Zelt aufbauen gestern war easy. Die Dinger wieder zusammenzukriegen soll etwas schwieriger sein. Wir gucken es uns mal an. Ah, guck mal, das sitzt ineinander. Super, oder? Total einfach. Das einzige Problem ist, da soll es reinpassen. Ist aber viermal so groß. So ein Mist. Kann ich nicht sagen, ich mach das Ding doch kaputt. Wie geht's jetzt weiter? Das ist schon mal gut. Ein Wunder. Wer sich das ausgedacht hat, der war mal schlau. Geschafft, auf zur Zugspitze. Und manchmal kommt man vom richtigen Weg ab, verläuft sich, nützt ja nichts. Dann müssen wir uns korrigieren, um wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Manchmal ist das auch mal am Rande der Legalität. Aber was soll's? Schließlich wollen wir ja am Ziel ankommen. Und dazu müssen wir mal ab und zu einen Sprung wagen. Ab zum Ziel, Rock'n'Roll. Schön am Boden hier liegen. Ja. Einfach so rumziehen. Immer so 10 cm oder was? Ja, ganz rum. Ganz rum. Oh. Ich stehe hier am Zug der Fußspitze. So, die Spannung steigt. Ungefähr noch ein Stündchen anstellen hier, dann geht die Gondel hoch zur Zugspitze. 4 Wochen harte Arbeit, jetzt sind wir am Ziel. Rock'n'Roll. So, dank vieler großzügiger Spenden in den letzten Wochen, wir haben die ganze Zeit gesammelt, haben wir jetzt 100 Euro zusammen, ich glaube 2 Tickets. Zweimal bitte, 70, 80, 90, 100, zweimal bitte nach oben und zurück. Grüezi, hallo. Die Zugspitze, wir kommen! Das Gipfelkreuz der Zugspitze ist da. Noch ein bisschen auskosten und dann geht's nach oben. Rock'n'Roll. So, fast oben. Was ich gerade merke, ist Konzentration bis zum letzten Moment trotzdem erforderlich, weil die Strecke ist nochmal richtig steil. Also auch immer mal kurz vorm Ziel zu sein, Konzentration bis zum Schluss beibehalten. Hab ein bisschen Herzklopfen und freue mich gleich ganz oben zu sein. Einmal hergekommen. Also Zugspitze war super, bisschen aufregend. Auch der Abstieg, ein bisschen aufpassen. Oder gleich springen. Wow. Nie zuvor gemacht, Schneeballschlacht im Sommer. Und da Fabian gerade die Kamera hat, kann er sich nicht wehren. Das Motto heißt, nie zuvor gemacht. Ich möchte euch gerne alle inspirieren, auch immer wieder Dinge zu tun, die ihr nie zuvor gemacht habt. So, Zugspitze war super. Der Eibsee lacht schon, jetzt gibt es noch eine kleine Abkühlung. Tag 28. 28 Tage Deutschlandreise sind vorbei. Wahnsinn. Im Nachhinein denke ich, eigentlich haben wir nur logisch und konsequent
abgearbeitet, das, was wir uns als Programm vorgenommen hatten. Aber vorher ging mir echt die Düse. Hatte Schiss, wer lässt uns wo schlafen, wer gibt uns was zu essen. Und jetzt im Nachhinein, rückblickend, fühlt sich's eigentlich relativ einfach an. Komisch. Hinterher wahrscheinlich. Und heute dann eine sehr idyllische Wanderung durch die Berge hin zur Zugspitze. Und die letzten Meter auf der Zugspitze waren nochmal richtig aufregend. Wir sind ja mit der Seilbahn hochgefahren, insofern war das einfach. Wir hatten Geld bezahlt und wussten, wir kommen einfach hoch. Dachte ich. Aber dann gab es nochmal 15 Höhenmeter zu erklimmen. An Seilen, über eine Leiter, die wirklich nicht so leicht zu schaffen waren. Weil ein Meter weiter links, ein Meter weiter rechts, ging es ein paar hundert Meter weiter runter. Mir ging schon so ein bisschen die Düse und ich brauchte wirklich nochmal volle Konzentration, um dann anzukommen. Hat geklappt. Und was für ein cooles Gefühl, sich endlich am Gipfelkreuz festzuhalten. Genial. 4 Wochen geackert und schließlich am Ziel. Herrliches Gefühl. Der heutige Dank gilt nochmal Thorsten und seiner Familie, dass wir hier heute nochmal übernachten dürfen. Natürlich Marte, die uns Zelt geliehen hat, Wolldecken und auch heute nochmal gefahren hat. Und all den vielen großzügigen Menschen, die uns auf unserer gesamten Reise immer wieder gegeben haben. Immer wieder, auch überraschend, häufig sogar, ohne dass wir überhaupt was gefragt haben. Und am Ende ein ganz wichtiges Dankeschön, das gilt nämlich dir, Fabian. Wenn ich alleine das alles hätte durchstehen müssen, wäre es deutlich schwieriger gewesen. Deshalb danke, dass du durch all diese Höhen und Tiefen, dass du sie mitgemacht hast und dass wir viele Erfolge zusammen feiern konnten, einige Misserfolge gut überstehen konnten. Danke, dass du an meiner Seite warst. Und danke an dich, dass du zugeschaut hast, dass du mit dabei warst, mitgefiebert hast. Mein Wunsch ist, pack an und mach du auch aufregende, mutige Sachen. Geh in deine Überforderungszone, um Ziele zu erreichen, die dir am Herzen liegen. Bis bald. Ich sag tschüss. Dein Markus.